Heute nähen wir eine Sonnenschutzbedeckung für 1- bis 2-Jährige. Ich habe hier eine Puppe genommen, das aufgesetzt. Das ist ein Tuch. Das kann man von hinten zusammenbinden. Ich mache es einmal ab. Das hatte ich mal im Urlaub gekauft und habe das versucht, einmal nachzunähen. Da war mein Kleiner 2 Jahre alt. Ich habe das so gemacht, dass ich mir ein Stück Stoff besorgt habe und einfach die Mütze draufgelegt und mit einem Bleistift habe ich es abgezeichnet und es nachgenäht. So sieht mein Versuch aus. Das habe ich genäht. Es ist etwas größer geworden, weil mein Stoff auch ein bisschen dicker war. Man sollte ein bisschen dünneren Stoff nehmen. Ich kann die ja mal hier der Puppe aufsetzen. Und dann hinten zusammenbinden. Eine schöne Bedeckung für den Kopf, ganz einfach auch nachzunähen. So, ihr nehmt Stoff, Baumwollstoff, ganz, ganz dünn. Und dann nehmt ihr die Mütze. Man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Ich habe angefangen mit den Bändern, habe das Band einfach aufs Stoff gelegt. Hier seht ihr, dass ungefähr 2 cm für jede Seite ein bisschen Platz gelassen worden ist, um das umzunähen. So einfach so drauflegen. Wie gesagt, an den Seiten Platz lassen. Hier ungefähr 2 cm und dann mit dem Bleistift abzeichnen. So, davon brauchen wir 2 Stück. Machen wir gleich 1 da drauf. Haben wir 2 Stücke. Dann abschneiden, aber halt die 2 cm an den Seiten überall nicht vergessen. Und so macht ihr das dann mit der ganzen Mütze und näht es dann zusammen. So, da habt ihr jetzt die beiden schon mal fertig. Also, dann geht's weiter. Dann habe ich hier die Seite der Mütze. Die lege ich so auf meinen Stoff drauf. Und hier habe ich die Nähte.
klappe das bis zur Naht um und sehe, halte es fest, straff es und mache einfach eine Zeichnung. Ungefähr. Nicht verrutschen. Kann es auch mit der Nadel befestigen. Ich mache das jetzt so grob, um euch das zu zeigen. Man kann es wieder an die Linien dran setzen. Straffen. Man kann es fühlen, hier sind die Nähte, und knickt es da einmal zusammen und hat das nächste Stück auf der anderen Seite. Also es geht, ich habe es versucht und es hat funktioniert. Ich habe es gut nachnähen können. Und davon machen wir dann wieder zwei Stücke. Hier seht ihr, fest wieder ungefähr 2 cm an jeder Seite etwas Stoff. Und von dem Flügel machen wir dann noch eins. Kann man auch mit verschiedenen Reststoffen machen. So, das haben wir jetzt so. Und dann drehen wir das einmal um und haben das dann für die andere Seite. Das zeichnen wir dann ab. Und das schneiden wir jetzt an der Linie ab, weil wir da ja die 2 cm schon an den Seiten hatten. So, das ist die eine Seite, das ist die andere Seite, die Bänder zum Festbinden, haben wir jetzt schon mal 4 Teile. So, was fehlt noch? Jetzt fehlt die Mitte noch und einmal vorne die Stirn. Dann machen wir noch die Mitte. Erstmal messen, ob es mit dem Stoff reicht. Das reicht. Wir können auch dieses Stück hier nehmen. Hier müssen wir mit denen nehmen. So. Und dann fangen wir wieder an, es abzuzeichnen. Hier haben die noch mal so 2 Nähte übereinander genäht, also zusammengefaltet und reingenäht. Also lassen wir noch mal 2 cm länger die Seiten, damit wir das nachher reinnähen können, damit es rund wird. So,
weil wir das jetzt verlängert haben, setzen wir das wieder hier so an bis zum Ende des Streifens und gehen wieder nach der Naht. Mal feste drücken, zusammen ziehen den Stoff. Hier eine Rundung. Oben nochmal bis dahin einen Strich und die Seite können wir dann ungefähr nach Augenmaß gleich schneiden. So, und dann lässt ihr auch nochmal 2 cm Abstand und schneidet den auch noch aus, das Stück. Ganzen Teile soweit fertig. Und dann müssen wir das Ganze noch zusammennähen. So, fertig das Stück, die Bänder, die Seiten. Ach nee, da fehlt ja noch eins. Genau. Und zwar fehlt noch hier vorne unsere Stirn. Die müssen wir auch noch eben abzeichnen. Das ist hier dieses Stück. Auch wieder auf Stoff drauflegen. Dann ungefähr so noch einen Strich darunter. So, das Stück noch ausschneiden und dann zeige ich euch im zweiten Video, wie ich das Ganze zusammennähe.